Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Wir gehen wieder rein in unsere Welt. So, ich hatte jetzt auch schon die Folge von Sangenländer aufgenommen. Schaut ruhig gerne bei meinem Kanal rein. Da sind dann die Videos dann zu finden. So. Gefühlt ist die Maus-Sensitiv gerade übelst hoch. Keine Ahnung warum. So. Du bist der, der weg kann. So, jetzt ist wieder übelst runtergeswitcht. Und ne. Oder war es doch du? Ja, doch, Unbreak. Ja, sieht da. Ja, gut. 31 Emeralds. Aber gut, wir könnten versuchen, erstmal frei zu traden, ob da vielleicht noch ein anderes Buch hat. Muss man mal schauen. So, also. Gut, wir können aber gerade aktuell keine weiteren ein kerkern, weil uns fehlt Bambus. So, das heißt für uns, das kommt schon mal da rein. Hier machen wir jetzt mal die Bambuskiste mit rein. Hier haben wir Leder noch. Brauche ich ja noch für Frames. Oi, so, unser Zuckerrohr wächst auch schon. Gut, hat sich jetzt noch nichts verändert. Ja, halt immer noch dabei. So. Beim Bambus wird sich jetzt, denke ich mal, auch nichts groß geändert haben. Nur, dass man hier später dann auf jeden Fall auf Autocrafting gehen können und das dann automatisch in diese umwandeln können. So, mit dem Nahrungsfeld müssen wir uns auch noch ein bisschen was überlegen. Aber ich finde es schön, dass man jetzt hier, dass ich mich jetzt persönlich auch mit Bambus schön beschäftige. Es ist ein Heidenaufwand, mit Bambus zu arbeiten. Davon mal abgesehen, hatte ich hier drüben noch ein bisschen mehr unvercraftet lassen sollen. 1, 2, 3. 3. Ja, die stehen da drauf. Gut, im Grunde genommen könnten wir das dann auch nachreichen. Aber wir haben noch nicht mehr genug. Fehlt noch mehr. Okay, warte mal. 3 hätten wir noch. Ja, das sind die Mosaik-Slabs. Muss ich ja hier hinten noch austauschen. Gut. So. Was machen wir als nächstes? Eigentlich müssten wir mal wieder ein bisschen uns mit den Feldern noch ein bisschen beschäftigen, weil das ist halt immer so. Hier haben wir ein Weizenfeld, hier haben wir zwar Karotten und Kartoffeln, aber es ist halt auch nicht so die Welt. Dass ich das jetzt hier mal ein bisschen ummodle. Mir auf jeden Fall mehr K Melonen. Felder machen möchte und halt auch mehr Kürbisse. So, die darf ich jetzt natürlich hier nicht kompostieren. Das wäre sonst kontraproduktiv. Vielleicht machen wir uns hier einen Nahrungstower, wo wir mit den Feldern so ein bisschen arbeiten. Das heißt, da brauche ich wieder Bambus. Ich muss mehr Bambus bauen. Ich brauche mehr Bambus. Erstes Maria. Nein, Spaß. Ich brauche mehr Bambus. Wirklich. Da müssen wir hier, glaube ich, unsere Wälder noch ein bisschen erweitern. Wir haben ja unsere Kaktusfarm.
Dann müssen wir das hier noch ein bisschen erweitern. Kommen wir nicht drum rum. Wir müssen aber auch brauchen letzte. Nee, genau. Ich weiß, was wir machen. Wir machen uns erstmal auf jeden Fall ein bisschen Mining. Das muss jetzt sein. Habe ich jetzt hier irgendwo? Naja, Erde habe ich bestimmt irgendwo. Zufälligerweise. Lass uns das jetzt hier mal zumachen. Das wird ja dann auch genau austrocknen. Da brauchen wir jetzt nämlich nicht drauf rumtrampeln. Wir brauchen nämlich jetzt eine ganze Menge Redstone für die ganzen Schaltungen. Ja, wir könnten halt auch irgendwie mit Dorfbewohnern traden. Wir haben ja genügend Rotten Flesh. Ich wollte jetzt hier gerade schon mit mittlerer Maustaste sortieren, aber das geht hier ja nicht. Das geht nicht. So, falsch rum. Machen wir es mal so rum, dass wir es auch sehen können. Sand, Root, Emeralds. Kommt in unsere Good Stuff Kiste. Da hauen wir jetzt hier noch das Paper rein. Erde. Slabs. Sticks. Ich nehme auf jeden Fall ein bisschen Kohle mit. Ganz einfach, wir nehmen den Block auf Kohle mit. Pferdstalak. Wassereimer immer. Gut, hier brauchen wir ja nur einen Pfeil. Schild kann man immer gebrauchen. Die anderen zwei Sachen lassen wir hier. Also das Schwert und das, die Schere. Tue ich mal hier mit rein. Gleich bei den Kürbissen, da weiß ich, dass es dort ist. Gut, Sticks. Auf jeden Fall noch ein bisschen Rohholz mitnehmen. Ist jetzt die Frage, sollen wir gucken, dass wir vielleicht in eine Höhle gehen können? Oder eher in unsere Mine runter? Wie habe ich Lust? Ist eine gute Frage. Aber ich denke mal, wir werden eher gucken, dass wir eine Mine in der Höhle finden. Deswegen muss ich mir mal zur Sicherheit die Koordinaten abscreenshotten. Nicht, dass ich dann dastehe, ups, upsi, wo muss ich hin? Und dann finde ich nie wieder zurück. Und dann ist die Welt verloren. Nein, das muss nicht sein. Wir wissen ja, da ist ein Dorf, da ist ein Villager Outpost. Ja gut, aber wir haben nicht geguckt, ob da Höhlen sind. Ja, wir gucken mal. Genau mit der guten. Genau, wenn wir da irgendwas mit Erfahrungspunkten abbauen, wird die Spitzhacke ja repariert. Das ist ja das Schöne. Ich nehme das Gute mit. Das gute Boot. Na, guck mal, vielleicht kriegen wir ja da, ist da ein Höhleneingang, dass wir runterkommen. Wir haben Essen mit. Hier haben wir noch Melonen. Sehen wir die mit? Dann nehmen wir hier noch ein bisschen mit. Nicht, dass wir hier dann in der Höhle sind und haben kein Essen mehr. In Hardcore ist ja alles schwerer. Ja, deswegen bist du ja auch schon bei Tag 148. Ja, ist nicht viel. Manche spielen so in der Welt 3000 Minecraft-Tage oder länger. Ah, das ist der Pillager Outpost. Da ist auch ein riesen Höhleneingang. Das kann aber auch einfach bloß so eine normale Höhle sein, die bloß ein bisschen in den Berg reingeht. Deswegen umlaufen wir das mal ein bisschen.
Ja, gucken wir mal, wo wir jetzt hier rauskommen. Kupfer würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Das können wir ja glücklicherweise auch komplett umcraften. Schade, waren nur zwei. Okay, hier ging es schon mal nicht weiter. Aber so ist es nun mal in Minecraft. Wir müssen uns rantasten. Gibt es ja auch noch eine Höhle? Nur Wasser. Ich lasse jetzt auch mal den Pillager-Outpost an sich so stehen, weil die haben ja meistens solche kleinen Elays, die einen dann in der 1.21 gut zunutze kommen. Gab es wenigstens bitte Gunpowder 3 Stück. Ja, Kunden. Weil es vielleicht ging es runter. Nö, nee, natürlich nicht. Aber Kupfer. Warum ist da jetzt ein Magma-Block? Ganz schön irritierend jetzt gewesen. Ja, das war jetzt ja wirklich komplett irritierend. Genau, wir wollen ja da lang mal gucken. Ich kann ein bisschen rennen, ich muss aber nicht rennen, weil wenn man rennt, verpasst man einiges. Wir sind ja nicht Tom Cruise, der immer rennen muss. Ruhig ein bisschen umschauen. Gut, da wären wir da rausgekommen. Und vielleicht finden wir ja noch einen anderen Spawner. Man weiß ja nie. Ja, da oben ist Kohle, aber die nehme ich jetzt mal nicht mit. Ich wollte ja eher mehr in Höhlen gehen. Da ist ein Dorf. Hatte ich das Dorf schon mal gesehen? Möglich. Auf jeden Fall haben wir da einen Mesa-Biom, da gibt es viel Gold und halt auch Spinnenspawner. Und die möchte ich nicht haben. Okay, aber schon mal einen Höhleneingang. Gut, aber wir haben schon mal hier den erkundet. Da haben wir Kohle. Und
Kupfer. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall noch einen Crafting-Tisch machen. Den habe ich, glaube ich, vergessen. Ah ja, wir brauchen einen Crafting-Tisch. Aber. Würde ich aber wirklich erst machen, wenn man definitiv brauchen. Ja, den Pillar lasse ich jetzt da stehen. Warum? Weil ich es kann. So, jetzt haben wir hier noch einen Zweig, der vielleicht tiefer geht. Oder am Ende auch hier endet. Gut, haben wir neben Kohle mit und das Eisen. Obwohl du eine Eisenfarm hast, ja, was machen wir? Hammer. Das wäre sozusagen verschwendete Ressourcen, wenn wir sie nicht mitnehmen. So, Screenshot auch noch machen. Wieder in der Höhle. Höhlentouren. Nacken kratzen, dann noch gleich wieder einen Schluck trinken. Genau, da ist das Mesa-Biom. Da haben wir ein paar Schweinchen. Auf jeden Fall, da würde ich ungern in der Höhle gehen wollen, weil da kann es halt sein, dass man wirklich ein Caves rauskommen. Dem, na gut, Minecart Caves. Lava. Das wäre das Einzige, was interessant ist. Aber wir haben ja eigentlich schon alles. Alle Samen, Melonsamen, Kürbissamen. Ich dachte gerade, da steht ein Pillager, aber nee, es war eine Kuh. Ja, die hat sich getarnt. Ich will jetzt das Doof da drüben nicht looten. Einfach so, weil ich es nicht brauche. Weil da gibt es auch nicht gerade viele berauschende Gebäude, die mich jetzt interessieren. Nö. Gibt keine Schmiede. Und hier sieht es eigentlich auch schön aus. Hier hätte man auch toll bauen können, aber wir haben uns ja für unsere Insel entschieden. So ist es nun mal. So, in der etwaigen vierten Staffel gibt es ja diese No-Sleep-Challenge von mir. Erinnert mich aber dran, falls ich es vergessen sollte. Ich kenne mich. Ich vergesse sowas mal schnell. Es geht jetzt immer mehr. Es wird Herbst. Eigentlich müsste ich jetzt hier schon anfangen mit Subsistence aufnehmen, aber jetzt habe ich gerade keine Lust auf Subsistence. Weil letztes Jahr gab es ja im Herbst Subsistence und man hat mir quasi unterstellt, dass ich mir beim Voucher angelehnt habe. Aber nicht so direkt, weil ich habe Subsistence ja auch schon eine ganze Weile auf der Platte. Und da war ein Skelett unter Wasser. Und da waren die Fackeln alle. Und da war ein Creeper. Puh. Gut, dass ich ein bisschen gut equipped bin. Sonst wäre es das jetzt gewesen. Oh, Herzkasper. So, aber wie wir jetzt hier weitergehen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sage schon mal, danke fürs Zuschauen.
Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.